Du bist das Wunder Gottes. Eine Predigt kann andere zum Glauben führen. Das gebetene Wunder, der Glaube befreit. Du kannst auch recht durchs Leben gehen. Dein Glauben bringt dich näher zu Gott. Tod und Trauer können dich lähmen, aber das Vertrauen auf Gott entfacht neues Leben. Gott kann dein Leben verändern. Die Veränderung reicht ein Leben lang. Und darüber hinaus. Unrealistisch, sagst du? Warum betest du dann zu Gott, wenn du Not leidest? Warum gehst du dann in die Kirche, wenn deine Gebete nicht erhört werden? Du kennst die Antwort! Dein Glaube kann Berge versetzen und deine Stimme zählt in der Gemeinde. Du denkst, du gehörst nicht dazu? Du bist Gemeinde. Du bist Gemeinde. Die Gemeinde besteht nicht aus einem einzelnen Teil, sondern aus vielen Mitgliedern. Jede? Und jeder ist wichtig. So wie ein Körper nicht aus einem Teil besteht, sondern aus vielen Gliedern. Wir alle zusammen sind die Kirchengemeinde Kronenberg. Wir alle zusammen sind der Leib Christi. Und du bist ein Teil davon. Du bist Kirche. Die Gemeinschaft ist wie Feuer unterm Hintern. Sie gibt neue Kraft und spendet Trost. Wenn irgendein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Wenn sich eine von uns freut, freuen sich alle anderen mit. Mag sein, du stehst mit dem Rücken zur Wand. Oder mit dem Gesicht vor einer Mauer. Denke daran, mit Gott kannst du über Mauern springen. Und die Gemeinschaft ist stark genug, jeder Einzelnen zu helfen. Wir sind 8.750 Gemeindemitglieder in Kronenberg. Und du bist einer davon. Also, wie wäre es, wenn du dich mit deinen Fähigkeiten einbringst? Frage dich nicht, was die Gemeinde für dich tun kann, sondern was du für die Gemeinde tun kannst. Du bist Gemeinde, du bist Kirche. Behandle jeden Teil deines Körpers für einen guten Freund. Meckere nicht über die anderen, sondern biete ihnen deine Hilfe an. Arbeite mit und falte deine Gaben. Du bist Kirche.